Ja, und jetzt fangen Wir wir. hatten auch immer mehr auf dem Server, was sehr entspannt ist. Ja, richtig, wir werden auch immer mehr Leute auf dem Server, natürlich. Auch wenn wir erst 7 sind. Ja, ich will so viel mehr aber auch gar nicht unbedingt haben, weil irgendwann verliert man sonst wirklich den Überblick. So. Ja, ich meine, es ist eine gemütliche Ich mach mal Runde. die Türen wieder auf. Mein Gott. So. Hier vorne seht ihr zwei riesige graue Klötze. Ja, darauf werde ich noch nicht unbedingt weiter eingehen, weil das soll ein Kino werden, ist aber halt auch noch nicht fertig. Das sind schon die beiden Kinosäle, die wurden zuerst erstellt. Ja, Fernsehtower, Fernsehturm, brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt reingehen. Ist halt ein Turm mit einer Glaskuppel oben drauf. Sollte man verstehen, denke ich. Aber wie seht Muss ihr da das? schön gemacht werden. Ja. Laufen wir mal den ganzen Weg wieder zurück. Ich muss mich erst wieder richtig hinsetzen. Was ist denn der nächste Punkt? Ja, jetzt gehen wir also zurück zum Bahnhof und dann lasse ich mal gerade auf die Liste gucken. Würde ich sagen, können wir nicht stumpf zur fliegenden Stadt durchfahren? Beziehungsweise nein, erstmal, ich habe mal hier ans Haus vergessen. Jetzt eigentliches Haus, sein erstes Haus, sein Wohnhaus. Ja, dann gehen wir doch Ja, da dahin. fahren wir jetzt mit der Bahn hin. Wie gesagt, wir haben jetzt hier, neuen Bahnhof erstellt, da fahre ich jetzt einfach mal hin mit meinem Card, wenn ich noch eins habe. Ich hätte eins. Ich habe Oder schon da eins. steht auch noch eins. Ja, du hast es hier gerade dahingestellt. Ich steige aber im neuen Bahnhof noch mal einmal kurz aus. Mit zwei Minecarts gleichzeitig geht es nicht. Darf ich das bitte wieder haben? So, hier muss noch eine Schiene hin, dass man hier Schlimm wieder ist doch. losfahren kann. Ja, es muss ja hinten. Ach, ich mach es halt so, ist und jetzt so hier. So, los geht's. Auch hier haben wir noch eine kleine Bar mit dran stehen am Bahnhof. Wie gesagt, das soll jetzt ein zentraler Bahnhof werden, weil wir haben jetzt drei Gleise hier sogar mittlerweile. Das eine Gleis führt zu Tomi, das andere hinten zu Knochenkeule und dieses hier führt ganz, ganz weit weg ins Lummerland eigentlich. Das führt mit in den Lummerland Tunnel, den Tomi und ich vor ewigen Zeiten schon gebaut haben. Ich glaube, zweite letzte Folge. Ja, da war der auch schon fertig. Ja, war fertig. Wäre schön, wenn ich jetzt mal schneller werden würde. Wie ihr seht, wir haben die ganzen Gleistrassen überarbeitet und verändert mit ganzen Tunneln abgesperrt für Tiere, damit man nicht mehr immer anhält und war auch ein bisschen Arbeit. Ich bin hab's mal wieder geschafft, unten in den Bahnhof, den ich mal angelegt habe, in die U-Bahn. Richtig. Habe ich es mal wieder reingeschafft. Ich sehr stolz drauf. Das sind auch Minecarts übrigens. So, das werden wir jetzt gleich sehen. Das sollten wir hier kennen. Das ist Tomis Haus. Auch etwas verändert jetzt mit Zäunen und Wegen. Wie gesagt, die ganze Trasse anders. Wir fahren jetzt in diese Du musst von der U-Bahn von Schiene ihm rein. weg. Ah! Ich hab's gesagt, er muss runter von der Schiene. Ich bin noch zur Seite gehechtet. Ja, So. hat nicht gereicht. Ja, wie gesagt, das kennen wir alles hier. Wir gehen jetzt hier die Treppe hoch. Wir können uns jetzt gleich aussuchen, auf welchem Weg wir eigentlich mal. Es ist schon wieder Nacht. Wir können uns gleich aussuchen, auf welchem Weg wir nach Lummerland fahren, weil wir müssen gleich noch Richtung Lummerland. Wollen wir das Ganze über das neue Gleis machen oder lieber noch nicht? Das neue Gleis ist nicht Ach, das ist fertig. am Ende noch nicht fertig. Ja gut, dann. Nein, am Ende fehlt es noch. Gut, dann machen wir es gleich darüber eine andere Art. Wir gehen hier jetzt mal gerade entlang. Warum ist hier eigentlich kein richtiger Weg? Keine Ahnung. Hier fängt er wieder an. Ja, hier, Jans erstes Haus. Und ich würde sagen, wir lassen ihm jetzt auch einfach mal das Reden erstmal oder so. Ja, Er kriegt. eigentlich relativ spartanisch eingerichtet. Einfach ein Crafting Table, ein Ofen. Ist sogar Eisen drin momentan. Eisen. Ja, Eisen. Eisen. Eis. Eisen. Eisen. Oh. Und zwei Kisten zum Deponieren von irgendwelchen Sachen. Eine kleine Sitzecke. Einfach so reingebaut. Kann man sich ja mal hinsetzen, wenn man möchte. Ey, er hat ein Wenn's gehen will. Single-Schlafzimmer. Ich bin auch gar nicht oben. Ach so, na dann. Ansonsten unter der Treppe eine kleine Hausbibliothek. Geht oben gleich weiter. Als wenn du so viele Bücher lesen würdest. Ja klar, man muss sich immer bilden. Das geht hier hinten Lesepiltet. in der Ecke weiter mit den Büchern. Das Hier stehen nochmal ein paar Bücherregale. ist das Schlafzimmer, ja? Du, genau, du bist gerade im Schlafzimmer, ja, Mickrig und das mit Fenster. dem Das ist Single-Bed. sehr mickrig und das Schlafzimmer. Fenster ist offen. Das hat Tobi Moment. vorhin noch, glaube ich, rausgeschlagen. So, Okay. Entschuldigung. Ja, dahinter.
ist noch ein Gang Ah, hier und dann kommt ist noch eine geheime Tür. Kiste Hier ist eine mit etlichen versteckte Krams Kiste, drin. in der nichts Wertvolles drin ist. Krams. Das Ankleidezimmer, fertig. Ja, Ah, hier genau. ist der Balkon. Dann gibt's hier einen Balkon. Ja, vorne können wir das Ferienhaus übrigens sehen von Tomi, so hinter den Bäumen etwas. Hier ist extra ein Zaunelement, das nicht da ist, Auf den Baum zu gehen. um schnell nach unten zu gehen. Ah, das ist also eine Baumtreppe, ja? Richtig. Oh. Was ist jetzt? Mann, das verletzt meine Gefühle, wenn ich an Bäume denken muss. Aha, Ja, ja. und nach oben, da wird es noch spartanischer, das ist einfach das ewige Feuer, in dem ich meine Einfach ein Kamin. Sachen verbrenne. Es gefällt mir nicht mit dem Nee. Dach hier oben. Ja, das Schlimme ist nur, es ist nicht symmetrisch. Es ist popetisch. Symmetrisch schon, aber. Es ist offen. Warum ist es offen? Hä? Wo ist Ist hier es? irgendwas Aha. abgebrannt? Nein, das ist ein. Hups, ein Fehler, der immer wieder auftritt. Das wird kein Fehler sein, der immer wieder auftritt. Ich würde behaupten, es ist abgebrannt. Das kann doch nicht abbrennen. Doch, das kann Natürlich, durch das abbrennen. Feuer. Hä, das Feuer ist ja weit genug weg. Ganz in der Ecke. Wobei es Ja, brennt symmetrisch ab, das ist eigenartig. Das Feuer hält sich an die Symmetrie, Hilfe. Lass uns hier schnell ich meine, raus. mit den Bäumen vorhin meinte ich nur, wenn man dran denkt, dass da das Nachbargebäude nicht mal ein Haus war, sondern ein riesiger Baum, dann stimmt es doch schon traurig. Ja, doch, ja. Aber ein erstes Gebäude gibt es ja nicht mehr. So, wir gehen jetzt mal eben noch, du hast auch irgendwie ein Schwimmbecken gebaut, glaube ich. Ja. Ja, das war aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ist trotzdem nicht schlecht geworden, auch wenn die Außenbahnen etwas schmal sind. Und die Ja, Außenbahn, aber auch wenn man in den jeder Außenbahnen hat. auch irgendwie runterfällt. Jeder hat drei Blöcke für sich. Hier ist eine Schwimmen. Wasserrutsche. Hiwi! Ja. Du hast das Boot Ja, macht gegessen. doch nichts. Kann auch Ja, ohne man Boot kann es mit runterrutschen. Boot machen, aber auch ohne. Echt? Mit Boot ist cooler. Ach nein, das ist plus zwei breit, das ist Zwei breit schwierig. reicht normalerweise für ein Boot. Ja, wird aber schwierig. Komm, ich schub's dich Ui, an. ja. Nein, ich fahr schon. Deshalb steht die Cool. Kiste da, da sind Cool. gut. ein Oh. paar hundert Boote drin. Du musst es noch so machen, dass das Boot hier am Ende kaputt geht. Oh. Der Scheld. Es Genau. Der Scheld, zerschellt. genau. Dann haben wir den ganzen Klumpatsch im Inventar. Richtig. So, ich gehe jetzt mal Richtung Portal, würde ich sagen. Ach, du hast es verpetzt. Hilfe! Da kann jetzt gleich eigentlich nur noch der Tomi was zu sagen, weil das Tomi und sein Bruder zusammengebaut haben. Da halte ich mich gleich mal einfach komplett raus, ziemlich. Wir gehen jetzt durch das Portal und betreten dann gleich Valley City. Also los. Alternative Die Stadt. alternative Stadt, genau. Aber bevor wir die betreten, sollten wir vielleicht erst das Memorial angucken. So als Vorschlag. Ja, Moment, bei mir baut sich die Gegend gerade nur langsam auf. Ah. Ach, Und ich ja, wurde okay. gerade aufs Spiel geschmissen. Nicht so gut. Ja, wegen was? Also, wir gehen erstmal hier über die schöne angerichtete Brücke und werfen erstmal einen Gesamtüberblick schon mal auf dieses Dorf. Ich sehe gerade, da wurde jetzt auch eine Feuerwehr hinzugefügt, die ich auch noch nicht kenne. Du warst nur nicht drin. Das wird immer größer. Also, es ist eine ganze fliegende Stadt, eine sich selbst versorgende Stadt, eine Alternative. Sehr toll gebaut, sehr geiles Projekt, muss ich Sehr sagen. bunt, sehr eng. Sehr Gerade. bunt, wollte ich gerade sagen. Hier ist die Kirche, die mal in der Luft schwebte. Die ist abgestürzt, ja. Ja, die ist Da hinten, abgestürzt. hinten übrigens der coolste Berg, den es überhaupt gibt auf dieser Map. In der falschen Richtung sind wir jetzt gerade, aber egal. Du meinst da, wo unser Schwimmbad gebaut wird? Das ist aber diese Richtung, wo ich jetzt hingucke. Nein, ich meine den da hinten mit dem Wasserfall. Ach so. Ja, wir bauen ja hier auch noch ein Schwimmbad, das ist aber schon ewig her. Und warum ist da vorne einfach so ein, keine Ahnung. Haus aus Ziegelstein. Klotz? Ich würde sagen, das ist ein Klotz. Ja. Das ist einfach Und ich weiß ehrlich nicht, ein was das ist. Klotz. Aber wir gehen jetzt mal zu diesem Klotz hier vorne, den auch der Tomi gebaut hat und den ich richtig, richtig geil finde. Ich mir Mühe gemacht. Hier unten ist ja ein Weg, ist hier ein Bunker oder sowas? Da ist das, was du immer machen wolltest. Nee. Oh doch.
Aber warum wachsen die, wenn hier eine Fackel drin ist? Weil die Fackel in der Höhe ist, dass unten dunkel genug ist. Ich habe das alles nachgelesen im Forum. Ich wollte eine Pilzfirma machen und da lachst du mich noch aus und hast selber schon eine gebaut. Ich habe dich ausgelacht, weil ich schon zwei hatte. Was bringt eine Oh, du hast es Pilzfarm? nicht mit automatisch ernten. Aus Pilzen kann man Suppe machen. Oh. Nee, automatisch ernten gibt es nicht, weil hier wird auf Handarbeit Wert gelegt. So, Pilzzucht, ja. Komm, geh du vor. Ist schließlich dein Werk. Pilzzucht. Ja. Also, hier haben wir das Steht doch da. Creeper Memorial. Da sieht man auch Ja. ein riesiger Creeper. Hier zum Gedenken an die vielen getöteten Creeper, das ist eher an den anderen Server jetzt gedacht. Ja. Weil hier gibt es ja keine Monster. Aber auf dem zweiten Server, ja, da geht immer die Post ab. Ja, und da habe ich halt nicht die Materialien oder gibt es die Materialien nicht, um sowas hier bauen zu können. Gibt's wohl, aber ja gut, man kann keine Spawner setzen. Das ist das Ja, Einzige. richtig. Würde ich Und auch nicht unbedingt deswegen. tun. Würde wahrscheinlich sehr gefährlich ausgehen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ja cool, kann ich es doch hier machen, ne? Wenn ich schon mal hier Selbst bin. oben ein riesiges Glasdach mit einem Creeper-Gesicht. Sehr cool gemacht, muss ich Ja. ganz ehrlich sagen. Und hier Redstone anbringen verboten. Ich habe extra Glas genommen, damit das nicht angebracht werden kann. Weil das ist Ja, TNT. das ist so gesehen das Herz der Creeper ja eigentlich, weil Creeper explodieren ja nun mal auch. Und ich sag jetzt extra, dass es TNT ist, weil ich glaube nicht, dass alle das Misa Texture Pack Was benutzen. steht hier in T drauf, oder? Nein, da Ja, steht es XXX steht drauf. XXX drauf. Wenn man Misa aber nicht hat, steht TNT drauf. Richtig. Ja, aber wir haben ja Misa, von daher. Ja, dann erkennen die Leute bei uns, also zumindest bei mir im Video nicht, dass. Ach so, Aber gut, dass ich mein ja. Handy auf lautlos habe, weil ich sehe gerade, das hätte sonst jetzt geklingelt. Ja, und dann, wenn man so hörte, dann so, Tokyo Hotel als Klingelton, das ist Ach, schon hatte die irgendwie Klappe. cool. Ja, Nein, ich habe einen viel geileren Klingelton. erzähl. Ich habe einen Klingelton aus Super Mario Galaxy 2. Ja, Ja, hat doch was. richtig. Für SMS oder für Anrufe? Für Anrufe. Ja. Ja, richtig. Gut. Wir können das jetzt, denke ich, hier hochgehen. Einfach. Ja, wir laufen jetzt einfach dem Tommy hinterher. Wir sollten jetzt Aufpassen, nicht nicht durch durch das das Tor Portal nochmal gehen. offen. So, hier ist Punkt genau der Anfang. Es wird bunt. Es wird bunt, ja, sehr bunt. Orange und blau, ja. Willkommen in der Alternativstadt. Bitte Schuhe sauber machen, danke. Ja, da putzen wir Ja. uns mal die Schuhe ab hier irgendwo. Ja, ne, ist in Ordnung hier. Bist ja sowieso Kapitän, ja. Ja. Die haben wir immer gepflegte Ach ja, Schuhe. stimmt. Jetzt haben wir die Wahl oben oder unten rein. Ja. Ich sag, oh, ich würde sagen oben. Gut, gehen wir oben rein. Weil unten müssen wir durch die, ja, verwinkelten Gassen. So. Eine Initiative der Waldi e.V., die frisch gegründet auf diesem Server. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sag was. Ja, noch Noch höher, höher. noch Wir gehen höher, noch höher, höher. klar. Ich folge dir unauffällig. Ja. Ich kenne mich hier so nicht. Ich verlaufe mich hier auch regelmäßig, wenn mir neue Sachen angucken will oder so. Ja, ich bin hier ein bisschen. Normal stelle ich ja gerne Schilder auf, so, aber hier Hier stehen sehr viele habe ich ja ein bisschen Schilder. Spaß an. In den Tod springen verboten. Ja, weil da fehlt ein Zaun und so einen blöden einzelnen Pfosten da stehen haben will ich nicht. Das sieht Oh, doof hier steht aus. einer. Ja, sieht doof aus. Den habe ich auch da nicht hingestellt. Also. So, das hier ist Kanalisation. Da wollen wir nicht runter, da stinkt. Ja, Rathaus, Haus des hier. Bürgermeisters, öffentliche Müllentsorgung an Anlage und hier ist, kannst du deinen Namen tanzen? Nein, kann ich nicht. Ja. So, ist egal, du darfst trotzdem kommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Das ist schon so erstmal. episch hier. Das ist eine Hängebrücke. Ja, ich sehe es. Ja. Die. Jan, dein Einsatz ist wieder gefragt. Auf welcher G-Taste ist das? G2, M2, G2. Ja, Boah, okay. Alter. Und M2, G3 ist schönes Wetter. Na, und hier fängt das die Insel mit dem Rathaus und so und Bürgermeisterhaus und dem Schilderwald. Eingang zum Ja. Stadttor. Haus des Bürgermeisters eintreten ohne Klopfen. Ja, das ist bei Waldis so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß das.
Wir können da ja mal kurz reinschauen. Also es ist auch eingerichtet. So. Ja. Wo bist du denn hin? Ach, hier. Stadttor. Hi. Hi. Ja? Ah, hier ist ein Aussichtsfenster. Ja, wir können hier hochgehen, dann sind wir am Stadttor. Geht nicht. Jetzt geht's. Wo ist denn hier? Ja. Ja, aha. Blub, so. Ja, muss man nicht sehen. Hier ist der gleiche Raum nochmal. Allerdings ohne anderen Zugang. Ah. Geh doch an die Seite. Da unten gibt es so. Gehen wir hier wieder runter. Ah Mann, Leute. Nein, der geht doch weg da. Ist blöd an Leitern, wenn da zu zweit drauf ist, schiebt man sich wieder hoch. Ja, ich muss jetzt mal gerade einmal kurz auf mein Handy gucken. Tut mir leid, das Geblinke macht mich wahnsinnig. Hey, du klaust hier pinke Wolle. Ich hab's ganz genau gesehen. So. Wir haben das hier eingerichtet. Moment, ich muss dir gerade erst folgen. Ja, ich habe das eingerichtet. Hey, wandelnde Kamera, mitkommen. Wandelnde Kamera, im Moment, ich kann noch nicht alles auf einmal. Ich muss erst Geblinke abstellen. So, ja, ich bin hier, hallo. Ja, das ist hier Wohnzimmer. Das Wohnzimmer vom Bürgermeister. Ja, gut. Vom Bürgermeister. Sehr schön. Warum lachst du immer so viel? Ich? Ja. Als er... Ein glücklicher Mensch. Ja, er hat sich an der Pilzfarm bedient. Bett vom Bürgermeister hier, fällt ihr täglich runter beim Aufstehen? Nicht alles sind so tollpatschig wie du. Ja. Hilfe! Geht doch weg! Ein Haus auf dem Haus als Eingang. Das ist sehr geil. Also der Zweiteingang vom Bürgermeister ist auf seinem Dach. So. Gehen wir hier rüber. Ey, ja, Pfeife, ja, hier. Ich bin doch schon da. Gott. Hier. Übrigens sehr, sehr tolle Schilder. Ah, hier sind wir übrigens eben hergekommen, nochmal so, ne? Atomkraft hat keine Sonne, keine Handys in diesem Bereich, Strahlen, ja, ist alles sehr naturbezogen hier, ich merke das schon. Ja. Bonks beim Bürgermeister erhält. Ja, das hier ist eine Klischee-Stadt ebenso auch. Sagen wir jetzt nichts weiter zu. Ja, gut. Wir bedienen hier Klischees, sagen wir so. So, haben wir den Turm der Gleichberechtigung. Der sieht aus wie aus der Hippie-Zeit. Ja, denk mal für Rudolf Steiner. Hier das beste Schiff von allen übrigens. Der einzig wahre war Steiner. Der einzig wahre war Steiner. Wer draufkommt, kann das. Ja, kann der andere kommen zu posten, wenn es ihm auffällt. Ja. Andi ist wohl noch nicht so aufgefallen. Mit einem Turm mit sehr cooler Aussicht. Ja, hier haben wir halt eine Aussicht über die ganze Stadt von oben, von den Dächern. Da sehen wir auch den Leuchtturm gerade schon von hier, der auch auf und zu geht, wie man sehen kann. Also leuchtet und nicht leuchtet. Ja, kannst du mal kurz dunkel machen? Hast du einen Dunkelmakro? Sind da Blumen? Nee, aber. Sind da Blumen auf dem Dach? Was sind da auf dem Dach? Oder guckt der Redstone aus dem Dach? Vom Leuchtturm. Ja, was da? Da leuchtet irgendwas auf dem Dach. Ich würde sagen, das ist rot. Hey, das sind Blumen. Warum stehen da Blumen auf dem Dach? Weil es schön ist. Und was man Material verbraucht, ist oben wieder drauf. Denk an die Umwelt. So, jetzt sieht man das schön, sehr schön blinken. Auch noch im Kreis immer. Wie sich das gehört für einen Leuchtturm. Ja, übrigens die Stadt, die habe ich zusammen mit Chaos Manifest, auch ein Spieler auf dem Server hier gebaut. Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, aber macht ja nichts. Achso, also die haben wir wirklich nur zu zweit gebaut. Haben wir etliche Stunden uns um die Ohren gehauen. Wir haben nur ein bisschen dabei genervt, mitgebaut haben wir nicht. Ja. Also wir hatten ab und zu mal Besuch. Ja, von ein paar Slimes und ein paar Schweinen und... Ja. Hilfe, ja, danke. Der Tür. Ja, schön für dich. Wir können jetzt hier lang... Ach. Weil es gibt nämlich auch, bekommt auch dieses Schild Bonks beim Bürgermeister erhältlich auch mal Sinn. Ist ein Jungbrunnen. Ja. Da kannst du mal reinhüpfen. Geheimes Kieferstübchen, alle sind willkommen. Coole Sache. Ein Traum wird wahr, ein Baumhaus, ja. Nur in klein. Das ist noch nicht abgebrannt. Das sieht aus wie eine Kirche. Du läufst hier sehr, sehr schön mit eingezogenen Hintern rum, das finde ich auch. Ich habe Angst, hier runterzufahren. Würdest du bitte die Leiter runtergehen oder so? Ah, Kränge. Hilfe. So jetzt. Ja, was macht komische Geräusche bei dir gerade? Moment, das ist ein Staubsauger, ich muss gucken. <machen. lacht>
Ja, schmeiß einfach Man das kann. Headset weg. Nein, ich hab's diesmal Ach gehoben. so. So, normal schmeiße ich das immer weg, deswegen. Ach, die Aussage, schmeiß es weg. Ja, wo gehen wir denn weiter? Was gibt's denn hier? Öffentliche Müllentsorgungsanlage. Ja. Willst du dahin? Ja, da wollte ich Gehen wir gerade hin, dahin. einmal kurz, Ja? eventuell. Ah, da haben wir vorhin übrigens noch drum gesprochen. Ja. Auf. Was ist denn das gelbe Drüber Häuschen gesprochen. hier für eins? Ist das Das über? gelbe Häuschen. Ein Ach Dixi-Klo. Nee, so. ich habe keine Ahnung. Das sind Häuser eben. Also, da kannst du ja, Ach so, drin ist leben. einfach umsonst, ist ja steht einfach da. Hier sind Ein sehr viele. Kontrollraum. Also wir haben es gebaut, weil wir es können. Ja? Städtische Müllverbrennung nur für Einwohner. Bitte Mülltrennung beachten. Danke. Müll auf die Klappe legen, den Knopf drücken. Ich darf mal rein. Blaue Röhre, gleich biologischer Abfall. Ja, ich habe hier ein Stück Holz, das werfe ich da jetzt drauf. Jetzt. Hey, das hast du es eingesammelt. Oh, Knopf drücken. Plupp, weg ist es. Müll auf die Klappe werfen Fällt und Knopf drücken. Ja, das hatten wir schon mal. Und hier ist rote Röhre. Das ist zu eng hier für so viele. Geht doch mal an die Seite. Rote Röhre nicht gleich nicht biologisch. Bioabfälle. Ja, ich habe hier ein Stück Eimer. Ja. Plupp, weg Da ist vorne es. ist dann Eisenstein und was steht da noch? Redstone etc. pp. ETC. Genau, wenn sich da jetzt Ja, einer draufstellt und man dann den Knopf drückt, dann passiert nichts. Was? Natürlich. Ja, ist ja runtergegangen und ich konnte den Knopf nicht betätigen. Kann Dann fällt man da unten rein. aber natürlich auch wieder hochkommen. So, Ach, man kann hi. sich da wieder retten, das ist ja sehr gut. Ja, nein, das ist nicht retten, das hier ist der Ah, hier ist Wartungseingang. der Wartungseingang. Gehen wir doch mal. Hallo, Leute. Hallo. Könntest du mal weggehen, danke. Könnt's mal weggehen? Hier wird dann der Müll angespült von oben anscheinend, wie es mir aussieht. Hoch, ich bin zu tief. Meiner Hier eigenen gibt es Stadt verloren. mehrere. Ach, das sind die einzelnen Röhren. Ja, von da kommt dann das ganze Kram. Wird hier runtergespült. Wird hier dann noch weiter gespült. Und hier unten fällt es in ein riesiges Lavabecken. Sehr coole Sache. Wie du wieder hochkommst, kannst du dir jetzt überlegen. Warum? Hier durch die Leiter. Verdammt. Merkt auch alles. Und hier ist nochmal ein kleiner Überwachungsraum, sehe ich gerade. Na, da tut der Techniker leben. Ach, der Techniker lebt in Klar. einem Loch. Und Was in einem Le in einem Loch? es ist einfach nur ein Loch. Es gibt auch Ist doch Nachtschicht. keine tolle Wohnung. Der kann natürlich auch hier überall einziehen, also die Häuser Ja, stehen das alle kleine leer, nicht gelbe wahr? Haus. Du, ich zeig dir nachher mal das beste Haus Nein, hier lieber überall. nicht. Ja, Ja? lass uns mal gucken, dass wir weiterkommen. Das hält uns, glaube ich, Ich alles ziemlich glaube, lange auf hier. ja, hier sind wir fertig eigentlich soweit. Bürgermeisterhaus haben wir jetzt gesehen. Gehen jetzt wieder über die tolle Hängebrücke zurück zu dem bitte nicht in den Selbstmord springen, in den Tod springen Schild. In den Selbstmord Wir haben jetzt springen. zwei Möglichkeiten, rechts und links. Ich würde sagen links. Boah, ich bekomme Ja, schon wieder so weil ein hier. Kratzen im Hals. Ja, hier, Ah, hier nämlich. ist auch alles wieder beschriftet, ja. Klein, aber oho. Oh ja, das ist so, gefällt mir aber allerdings, muss ich sagen. Auch wenn es wirklich sehr Ja. klein ist. Mehr braucht man nicht. Crafting Table, Kiste, Ofen, Musikbox, Einen Bett. kleinen Tisch und ein Bett und eine Fackel. Ich muss mal wieder einfach einen sehr unprofessionellen Schluck trinken. Ja, ich blabber soweit einfach mal fröhlich weiter. Wir könnten jetzt natürlich noch hier rübergehen. Wo Da bist du gibt es denn? dann noch. Nach da vorne. Ja, ich folge dir unauffällig. Ja, unauffällig. Ich sehe dich. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, natürlich hier einen Lagerraum zu begutachten. Wo? Rechts. Es regnet. Ja, ach Mann. Städtisches Lagerhaus, kein freier Zutritt. Darf ich da ja gar nicht rein? Geh doch an die Da du Seite. ja das Talent hast, hier alle Regeln zu brechen, weil du gesagt hast, privat gibt's nicht auf dem Server für dich, Nö. gehen wir jetzt einfach mal da rein. Ah, ist einfach ein Lagerraum. Ja, Lagerraum. Nicht schlecht. Muss ich hier gerade überlegen. Oh, jetzt gehen wir hier Die lang, Leute haben nicht genau. viel Geld, weil die Lager sind alle leer. Ich würde sagen, es ist noch nichts produziert Gehen wir worden, mal weil hier einfach weiter. keiner lebt. Wollen wir hier Ja. reingehen? Ja, Waldi Mall sieht man auch oben durch die Glowstones Ja, angedeutet. WM, die WM. Waldi Mall. Ja. Ein riesiges Einkaufszentrum. Hier Ja. gibt es die Gewittertools. Gewitter ist der Inhaber oder der Name Ja, von dem. das sollten sich die meisten Leute eigentlich denken. Aber es ist halt sehr, sehr, ja. Ich finde das zu geil. Rostwaffen.
Also, ich habe mir da sehr Gedanken drüber gemacht, wie Seile ich den und Laden Stöcke, nenne. Pfeile, Bögen, Schwerter. Sind sogar Schwerter drin, sehr cool. Ja. Ist überhaupt nicht sarkastisch oder so, das ist. Schwobbelbilder und Schilder. Aber Der es. Schwabbel ist ein Insider-Witz, den wirst du gar nicht verstehen, den werde nur ich verstehen. Bilder in Größe, Musste Form einfach und sein. Motiv frei wählbar. Aber so, dass sie sich beim Setzen immer wieder verändern. Ja, eben. Wude Wolle Laden. Ja, übrigens auch überall was drin, Wolle, wenn ich das Wolle, so Wolle, sagen darf. Wolle. Wolle, 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 Wolle. Du Wolle, Wolle kaufen? Wolle, Wolle. Wolle ist doch. Was? Wolle nicht ein Bier? Was ist denn hier? Nein. Das hat noch keinen Namen, das ist Ja, irgendwie. da wo Türen dran sind, ist nichts Ach drin. so. Gehen wir erstmal hier nach oben weiter, würde ich sagen. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Lucy's Nether Shop. Hier gibt's halt Sachen aus dem Nether. Ja. So. Kühlstein. Hab alles auf Deutsch gemacht. Untergeschoss, Hermann und Sohn, Haushalt und Freizeitartikel. Gehen wir doch einfach mal runter, oder? Da ist nur der eine Ach Laden, so, da ist nur also. der eine Laden. Ja. Siehst du doch Ah auf ja, dem der Rest ist Schild. noch nicht eingerichtet, tatsächlich. Hier ist dann Hermann und Sohn, Haushalt und Freizeitartikel. Schön, hier stehen Minecarts. Schienen für den kleinen Modellbahn-Fan. Züge für die heimische Eisenbahn. Ich habe gerade das eine Minecart vom Gleis geschoben, naja, wen stört's? Und Mich. hier ist das Lager. Nein, hier wird Ah ne, eingekauft. Truhedosen und Behälter. Zeichen setzen mit Geißler Sch was? Schildern. Ha. Arbeits- und Schilde. Heimwerkertisch. E. E. Halloween-Artikel für Groß Hello Kitty, ja. und Klein. Herd Hello und Kitty Ofen Artikel stark für die Kleinen. reduziert. Türen aller Art. Falltüren aus Massivholz. Holztüren aus Massivholz. Metalltüren für maximale Sicherheit. Das ist wie so eine Verkaufssendung. Gartenzaun aus bester Eiche. Kaufen die jetzt Knöpfe und Druckplatten. Ja, hier übrigens angemerkt, ja, hier die Metalltüren sind aus Das ist Kruppstahl, also Grobstahl. unschiebbar. Das ist echt ein Grobstahl. Gehen wir hier mal wieder raus. Ja, mal sehen, ob du rausfindest. Natürlich, hier an dem Ding habe ich noch mit. Nein, finde ich nicht. Doch, finde Joho. ich wohl. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen, langsam ein bisschen schneller machen. Ja, wir sind ja auch Also. schon eine Stunde dabei. Ja, wir heizen kurz hier Wir durch. gehen jetzt hier aus der Waldi Mall Fertig. auf der anderen Seite. Finden dann Ja. hier, was? Hakims Biodöner. Hallo, hier rennen die Biodöner auch schon durch die Gegend. Ja. Hier übrigens eine Schweinefalle. Grunz, Grunz. Ah ja, eine Schweinefalle, genau, die gab's hier auch noch. Ja, da Schwein 1 hoch sind, funktioniert es mit Kakteen und Lava und was es da gibt nicht. Deswegen ist es eine Ertrinkfalle. Oh, Dass die mit Schweine Lava raustrinken. funktioniert's aber eigentlich auch. Ja, aber nicht richtig. Wir haben nicht hinbekommen. Mit Spinnen funktioniert's doch auch, die sind auch nur eins hoch. Na, So. meine Hier Mobfalle haben schon wir vergessen. Weinberge. Was ist denn hier? WH? Ah, das ist Waldi Hotel Was? gewesen, genau. Ja, oder Wallhacker. Wallhack, ja. Ah. Ja, Das ist ein ein Hochhaus riesiges einfach. Hotel wieder, ein Hochhaus. Ja, was warten wir hier? Die Weinberge, genau, die fand ich auch sehr geil. Ja, es reicht aber, glaube ich, wenn wir die kurz von außen Ja, ich anschauen. gehe mal durch die Tür und gucke hier so rein. Ja. Es halt, sind halt als Weit. Weinberge zu erkennen, ja. Ja, da unten ist sowieso Zutritt nur für Personal. Da brauchen wir eh nicht runtergehen. Lass mich Was durch. gibt's noch? Was ist mit der Polizei? Wollen wir da noch hin? Ja, gehen wir kurz zur Polizei. Über die Brücke. Potzilei. Die Feuerwehr habe ich noch nicht gesehen. Die Feuerwache. Ich meine, ich gucke mir ja auch alles immer hin und wieder mal an, wenn ich mich hier nicht Ja. verlaufe. Aber man kann nicht alles. Hier ist wieder ein großer Wald. Ja, Gut. es hat ein Polizeipräsidium. Ja, hat Öffnungszeiten. Büros. Unten. Also Wasser Wartenkammer und Wartenkammer Zellenkammern, und. ganz klar. Hier Ja. ist allerdings im Moment nur ein Insasse drin. Ja. Könnten wir vielleicht kurz gucken. Wenn wir die Tür dann Hier ist. aufkriegen, geht auch durch. Schaut mal, Knochenkeule joins the game. Ja, unser Hotelbauer. Richtig, der mit das Berghotel gebaut hat.
So, Gefängnisverwaltung, wir gehen mal ganz durch, weil nur in der hintersten Zelle sitzt überhaupt nur ein einziger Insasse. Der Insasse, der ist, der Insasse der Insassen. Der, ich sag mal, der weltberühmteste Insasse. Richtig. Insasse Nummer 394727, Hannibal Lecter. Sollte also, wir könnten da jedem bekannt sein. Ich mach die Tür jetzt mal lieber nicht auf. Nein, 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 wie konntest du nur? Ich komme allerdings nicht mehr raus, weil es hat keinen Knopf innen. Nein! Nein! So, gehen wir noch kurz zur Feuerwache. Hilfe, Hilfe! Wo bin ich? Da geht's raus. Oh. Da, ich habe die Tür ausgetrickst. Oben sind nur noch Büros und so. Also. Der Letzte macht die Tür zu. Ja. Der Letzte macht das Licht aus, heißt es normal. Macht ja nischt. Aber. Ach, nischt. Genau. Ja, es ist schon wieder dunkel, falls es niemandem auffällt. Ich finde es gerade sehr schön hier eigentlich. Im Egal, Dunkeln, jetzt ist es wieder hell. Okay. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wie kommen wir zur Feuerwehr dafür? Ja, weiß nicht. Wir gucken uns, ja. Wir gehen hier erstmal weiter. Ja, hier gibt es doch so viele Gebäude, die. Hilfe! Schwein! Wie kommt das Schwein hier hin? Die spawnen manchmal ein bisschen außerhalb. Weil wir haben da ja ein bisschen nachgeholfen beim Spawn. Wir gehen jetzt im Dunkeln weiter durch die Stadt. Wie bist du da hingekommen? Ja, die Treppe. Da, hier rechts muss man gehen, ich merke schon. Ich bin verkehrt gelaufen. Übrigens, diese Treppe ist ein Dach von einem anderen Gebäude. Ja, das ist so wahnsinnig hier. Was ist denn jetzt los? Jetzt boomt der Server wieder. Das ist der Wachturm hier, würde ich sagen. Mit Wachaussicht. Ach Mann, meine Maus spinnt gerade. So ein bisschen. Vielleicht wieder Dreck unten drin. Ja, wahrscheinlich. Hallo, danke. Hi. Ja, hier kann man dann halt sehen, wenn es brennt. Du kannst mal in ein Gebäude anstecken, dann wird sofort Feueralarm ausgelöst. Da unten coole Aussicht übrigens auf das Creeper Memorial. Wo ist es denn? Fällt mir sehr gut. Ach, da vorne tatsächlich. Ich sehe es gerade. Und der Leuchtturm nochmal. Gut. Kann mir mal jemand sagen, warum es hier so brennt? Ist es Absicht, dass hier so ein Schornstein ist? Das ist ein Schornstein. Ja, für was? Ach so, das ist von der Metzgerei, der Schornstein und von der Winzerei. Ja, also ich gehe jetzt mal hier das Wasser nach unten. Keine Ahnung, wo ich hinkomme. In dein Tod. Wahrscheinlich ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich steige hier immer auf und aus zwischendurch. Ach, ich bin sogar am Ende. Nee, doch nicht, bin ich nicht. Oder doch? So, sie verlassen nun Waldi City. Wo bin ich denn? Ich habe keine Luft mehr. Du kannst da rausspringen, theoretisch. Bin ich auch. Ich bin jetzt irgendwo bei zwei so Türen, also ich bin jetzt irgendwo mitten in der Feuerwache, keine Ahnung, wo ihr seid. Wir sind unten. Ach, du bist ganz raus. Ja. Ja, wir sind ganz raus. Ich würde sagen, wir sind fertig an dem Punkt hier. Ja, also das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt eigentlich von Valley City, das alles zeigen würde, zu große Ausmaße annehmen. Das würde eine einzelne Folge in Anspruch nehmen, weil... Richtig, das, vielleicht machen wir es auch früher, später noch. Ja, dann kannst du von einem Haus in das andere reingehen, unten durch... die Kanalisation irgendwo hin und ja, alle Möglichkeiten offen, nenne ich mal. So, ich gehe jetzt hier mal rüber, stelle mich hier mal vor die Brücke, um ein schönes Abschlussbild zu haben. Ah, ja, stimmt, wir sind jetzt fertig. Von Valley City, ja, ich habe nichts mehr auf meiner Liste stehen gerade so. Ich würde sagen, okay. Das war es im Groben und Ganzen erstmal. Wie gesagt, alle Einzelheiten, News findet ihr auf der Seite www.fortschweier.net, unserer Community. Ich werde es, wie gesagt, auch jetzt an dieser Stelle noch einmal verlinken, damit es auch ja alle sehen. Und nochmal die Videobeschreibung. Unten. Richtig, da seht ihr auch immer, die neuesten Videos werden auch dort verlinkt mit den neuesten Beiträgen und wie gesagt, alle Großbauten etc. pp. Werden auch dort zu sehen sein. Und hast du F1 gedrückt? Sonst einfach, wieso F1? Nein, sonst einfach auf der Dünnmap einfach mal nachschauen. Was es gerade so Neues gibt, wer gerade alles online ist. Da kann man sich sogar mit den Leuten unterhalten. Unten links ein kleines Schreibfeld. Einfach was eintippen, vielleicht antworten wir euch ja. Ja, wir haben jetzt dann nochmal die Nachtansicht von unserem Valley City alternative Stadt. Und mit den Bildern verabschiede ich mich dann auch von euch und sag dann mal, nein, ich lasse erst die anderen sich verabschieden. Und ich würde sagen, drück F1, das sieht dann schöner aus. Ja, jetzt drücke ich auch nochmal F1. War eine sehr tolle Verabschiedung.
Meine Verabschiedung sieht so aus. Nein, ich weiß immer noch nichts Episches und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja. Ja. Möchte Jan auch noch was sagen? Ist ja ganz altmodisch. Tschüss und auch ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. Abo nicht Ja, vergessen. genau. Immer abonnieren. Ja, ich sag dir mal, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und man sieht sich dann. Tschüss, tschüss.